Hallo und herzlich willkommen bei meiner 13. Folge. Nein, es ist die 12. Hallo und herzlich willkommen zu meiner 13. Hallo und herzlich willkommen zu meiner 12. Folge. Hallo und herzlich willkommen zu meiner 12. Hallo und herzlich willkommen zur 12. Episode meines Strickpodcasts Everything Fiber. Schön, dass du wieder da bist, und für alle, die neu hier sind, mein Name ist Christina, ich komme aus Österreich, und hier auf meinem Strickpodcast Everything Fiber dreht sich, wie der Name schon sagt, alles rund um Fasern. Ich färbe, ich spinne und ich stricke, und ich habe heute wieder einiges zu zeigen, und ich hoffe, es ist interessant, was ich zu zeigen habe, und es gefällt euch. Fangen wir gleich an, und zwar, ich habe endlich die Jella-Weste von Susanna Kartinen angeschlagen. Ich erzähle euch dann gleich wieder mehr zu der Geschichte dazu, weil ich ja die Wolle bestellt habe. Ich zeige euch ja mal, wie weit ich inzwischen bin. Also sieht so aus. Also sie wird von unten nach oben gestrickt. Den einen Vorderteil, den habe ich schon fertig. Ich bin gerade dabei, den Rückenteil zu stricken. Und dann kommt noch der zweite Vorderteil. Und dann werden noch die Ärmeln dran gestrickt. Als Wolle, also ich stricke mit der Knitting for Olive Merino und Soft Silk Mohair. Knitting for Olive Merino, das ist die Farbe Flamingo. Und zusammen mit der Farbe Ballerina. Also diese zwei Farben verwende ich da zusammen. Ursprünglich hatte ich ja geplant, das in dieser Farbkombination zu stricken. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, das ist dieses Muster. Es war auch das Flamingo, aber das Mohair war Hokkaido, das war jetzt so ein Orange. Und mir ist das aber irgendwie dann zu orange gewesen. Also ich habe das Flamingo viel lieber, die Farbe. Und das ist irgendwie, ist das Flamingo bei dieser Strickkombination untergegangen. Und so habe ich mich dann beim Bestellen der Wolle spontan dazu entschieden, auf dieses Ballerina umzuschwenken. Und als ich die erste, als ich die Strickprobe gemacht habe, ich kann sie euch auch zeigen, habe ich herüber, war ich mir erst, wie liegt das da runter, nicht sicher, ob mir diese Farbkombi gefällt. Aber ich habe es dann trotzdem angeschlagen, und ich muss sagen, ich bin jetzt super happy damit, wie das aussieht. Ich zeige es euch noch einmal. Also das Muster kommt da sehr gut zur Geltung, und ich finde die Farbkombi ganz toll. Ist auch super schön flauschig. Ich schätze mal, ich werde es im Laufe der Woche fertig stricken. Wie gesagt, es fehlt der halbe Rückenteil, ein Stück vom Vorderteil und dann die Ärmel. Genau, und dann werden noch die Bündchen werden im Nachhinein dann angestrickt. Also ist schon noch ein Stückchen Arbeit, aber ich habe, so wie es jetzt im Moment ausschaut, eine große Freude damit. Die Anleitung zu dieser Weste gibt es in der Lane-Ausgabe Nummer 20. Also es gibt es online leider nicht, wer das stricken möchte. Und zwar ist es da in dieser Farbe herinnen. Das hat mich inspiriert eben dazu, mit der Möglichkeit, mit diesem, was ist jetzt die richtige Seite hier, mit dieser Farbkombi zu arbeiten. Aber ich habe mich dann halt doch umentschieden und bin auf das Ballerina umgeschwenkt. Also wie gesagt, wer die nachstricken möchte, in der Lane Nummer 20 ist die drinnen. Ich kann das Heft nur jedem empfehlen. Es sind ganz tolle Strickanleitungen drinnen. Ich habe mir da das Abo gekauft. Ich kriege das jetzt, glaube ich, 5-mal im Jahr automatisch zugeschickt.
Und beim Lesen der Strickanleitung habe ich leider einen Fehler entdeckt. Und zwar wird dieses, also das Muster ist, wenn man es flach strickt, eine Reihe eben das Muster und dann die Rückreihe, die verkehrte Seite, ist quasi immer eine Glattrechtsreihe. Und bei den Ärmeln strickt man in der Runde und das Muster ist immer versetzt. Also man hat quasi zwei Musterfolgen. Einmal beginnt man eben mit einem verkehrten und einmal mit einer glatten Masche, wenn man die richtige Seite hat. Und bei dem Ärmel, wo man in Runde strickt, hat sich ein Fehler eingeschlichen. Weil man ja in der Runde strickt, sollte eigentlich immer jede zweite Runde eine verkehrte Runde sein, damit man das Muster dann stricken kann in der darauffolgenden Runde. Und da steht einmal in der Anleitung drinnen eine Runde glatt und dann das Muster und die nächste Runde verkehrt. Ich habe sie schon darauf aufmerksam gemacht und sie wird das weiterleiten, dass das ein Fehler ist in der Anleitung. Mich wundert es, dass da vorher noch keiner aufmerksam drauf, also dass sie da vorher noch keiner darauf aufmerksam gemacht hat, weil es haben ja doch schon einige diese Weste gestrickt. Und ja, frage ich mich, wie die das dann gemacht haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie das dann funktioniert oder wie das Muster dann ausschaut. Das schaut dann natürlich komisch aus, wenn man jetzt die Musterreihe dann quasi auf der Basis einer falschen gestrickten Reihe strickt. Ja, und wie ich euch letzte Woche erzählt habe, ich wollte euch ja eigentlich schon letzte Woche zeigen, die angeschlagene Jella-Weste. Ich habe die Wolle bei Knitting for Olive bestellt und hatte dann am Montag, bzw. am Dienstag in der Früh in meiner Post-App die Benachrichtigung, dass das Paket in Zustellung ist. Habe ich natürlich super gefreut, weil ich mir dachte, super, kann ich am Dienstag noch anschlagen. Bis am Donnerstag, da habe ich das Video aufgenommen, noch ein bisschen stricken, damit ich euch schon was zeigen kann. Und normalerweise ist es so, dass unsere Post bis Mittag da ist. Also spätestens um 12:30 ist sie da. Und ich habe dann um 12:30 nachgeschaut, nachdem sich der Status meines Paketes nicht geändert hat und fand die Post im Postkasten vor. Also die normale Post, Briefe, Rechnungen, was man halt so bekommt, Werbung. Und normalerweise ist es auch so, wenn ich ein Paket erhalte, dann bringt der Briefträger das bei uns in die, sag ich jetzt mal, Garage und legt alles gemeinsam, also das Paket samt der restlichen Post, Werbung, Briefe und so weiter, dort ab. Und das war eben nicht der Fall. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, vielleicht, weil viel zu tun ist, kommt es vielleicht am nächsten Tag. Am nächsten Tag ist das Paket dann leider auch nicht gekommen. Dafür dann aber am Abend der Briefträger, der gefragt hat, ob er das Paket denn abgegeben hat, weil er kann es nicht finden. Und ich habe gesagt, nein, also ich hätte jetzt keins gefunden. Na, ob er es nicht in den Briefkasten gestopft hat, habe ich gesagt, das ist ein bisschen ein größeres Paket. Ich glaube nicht, dass das bei mir in dem Postkasten Platz hat. Sagt er, ja, also er hat das Paket, es wurde eingescannt, dass es eben zur Auslieferung bereit ist, aber er kann das Paket nicht finden. Aber er wird sich darum kümmern. Ich habe ihm meine Telefonnummer gegeben und ja, ich warte halt ab. Da ich aber diese Weste unbedingt schon anschlagen wollte, habe ich mich dann hingesetzt und habe dann am Nachmittag eine weitere Bestellung bei Knitting for Olive aufgegeben, wobei ich da noch Wolle für einen anderen Pullover gleich dazu bestellt habe. Zeige ich euch dann später, wenn ich euch zeige, welche Wolle ich letzte Woche bekommen habe. Ja, dann, das war dann am Mittwochabend, genau, Donnerstag, hat sich nichts getan, hat sich niemand gemeldet bei mir, Paket ist auch nicht angekommen. Am Freitag, als ich dann am Abend oder späten Nachmittag mit dem Hund spazieren gegangen bin, hat mir eine gute Freundin eine WhatsApp-Nachricht geschickt mit einem Foto, ob ich ein Paket erwarte. Und tada, es war mein Paket mit der Wolle drinnen. Und ich habe sie dann gleich angerufen und hat gefragt, wie sie zu meinem Paket kommt. Und hat sie gemeint, es tut ihr sehr leid, sie hat ihr Paket schon am Dienstag bekommen, aber sie hatte noch keine Zeit, das zu öffnen und hat das jetzt eben erst gerade aufgemacht. Und anscheinend wurde ihr Paket beim Transport beschädigt, sodass es von der Post geöffnet wurde und neu verklebt wurde. Und im Zuge dieses Öffnens und Neuverkleben ist anscheinend mein Paket in ihr Paket hineingewandert. Und somit wurde das ihr zugestellt und als sie es geöffnet hat, hat sie es dann gefunden.
Und ja, weil mein Spazierweg in der Nähe von ihr ist, bin ich dann gleich vorbeigegangen, habe das Paket geholt, habe mich natürlich super gefreut, dass ich das Paket endlich habe und mir weiter dann nichts gedacht. Und dann zu Hause, froh, dass ich das Paket habe, habe ich das Paket aufgemacht und dann irgendwie dachte ich mir, da kommt mir schon sehr klein vor. Also wie der Briefträger gesagt hat, es hätte in meinen Postkasten gepasst, aber obwohl ich 10 Knäuel bestellt habe, dachte ich mir zuerst, komisch, das ist aber sehr klein. Und als ich es aufgemacht habe, waren tatsächlich nur 4 Stück drinnen. Also ganze 6 Knäuel haben dann gefehlt bei dieser Lieferung leider. Also da ist irgendwie komplett was schiefgegangen bei dieser Lieferung. Kann mal was passieren. Ich habe dann gleich ein E-Mail an Knitting for Olive geschickt und die haben dann eben angeboten, entweder sie schicken mir diese Wolle gleich nach, beziehungsweise habe ich dann gesagt, na, es reicht mir, wenn ich eine, wenn möglich, eine Gutschrift oder so eine Art Gutschein bekomme über diese nicht geschickte Wolle, weil ich eben die nicht angekommen ist, eh schon noch einmal bestellt habe in der Bestellung. Und sie haben mir dann so, waren dann so freundlich und haben eben eine Gutschrift quasi geschickt über den Betrag, der diese fehlende Wolle ausgemacht hat. Und weil, ja, ich habe mir gedacht, der Gutschein tut es auch. Ich bestelle sicher bald wieder dort, denn ich liebe diese Wolle heiß und die gibt es in ganz vielen tollen Farben. Ich muss halt dann immer nur schauen, ob es auch zu den Projekten passt, die ich vorhabe zu stricken, beziehungsweise tüftle ich dann immer dran, wie ich das passend machen könnte, weil die ist halt sehr dünn. Das sind 250 Meter auf 50 Gramm, diese Wolle. Sehr dünn, also ich kann sie dann doppelt halten, beziehungsweise eben mit Mohair gepaart verwende ich sie. Ja, das ist meine Geschichte von meinem Wollpaket, die ich letzte Woche schon erwähnt habe, das ich nicht bekommen habe. Also eine ganz witzige Geschichte. Ich finde vor allem dieser Zufall, dass das Paket dann wirklich bei einer ganz guten Freundin drinnen landet und nicht bei irgendjemand Fremden, der mich, sage ich jetzt, nicht kennt. Der hätte das Paket, das hätte wahrscheinlich dann noch länger gedauert, bis das Paket wieder zu mir gefunden hat. Ja, also die Jella-Weste, mein erstes neu angefangenes Strickprojekt von letzter Woche. Ja, und da ich aber auf die zweite Lieferung warten musste, also ich hatte eben ein Knäuel für dieses, von diesem Mohair und von diesem von der Merino für die Jella-Weste und ein Knäuel hatte ich noch übrig vom Probestricken bzw. von der Haube, die ich schon mal mit dieser Wolle gestrickt habe und so konnte ich eben anschlagen und als ich dann diese 2 Merino-Stränge aufgebraucht hatte, war mal Ende im Gelände und ich musste mir überlegen, etwas anderes anzuschlagen inzwischen, damit ich, während ich auf die neue Lieferung von Knitting for Olive warte, was zu tun habe, weil ohne Stricken geht nicht. Also ganz selten, dass es ein Tag bei mir ist, wo ich nicht irgendwie zumindest 5 Minuten mein Strickzeug in die Hand nehme. Und so habe ich mein zweites Uma Cape angeschlagen. Das ist von Egynit oder Egynit. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Ich zeige euch, wie mein erstes Uma Cape ausschaut. Das habe ich schon fertig gestrickt. Und zwar sieht das zweite jetzt so aus. Also erstens stricke ich das jetzt mit einer kleineren Nadelstärke. Also die Maße habe ich genauso übernommen vom vorigen, nur stricke ich das Bündchen mit 3 statt 3,5 und den Rest, also den Körper mit 4 statt 4,5. Und mir gefällt im Moment die Strickstruktur viel besser. Es ist nicht so offen, so weit wie beim letzten Mal. Und dazu verwende ich die Drops Nord Mix in der Farbe 04. Das ist so ein Grau. Das andere Uma Cape habe ich mit einem passenden unifarbenen Grau gestrickt. Und dieses hier stricke ich aber jetzt mit so einem Farbverlauf oder färbigen Mohair. Das habe ich gekauft bei Woll mit Werve. Die hat einen Sale auf Kit Silk, -30%, wo ich zugeschlagen habe. Ich zeige euch dann später noch weitere Stränge, die ich da gekauft habe. Ich schaue jetzt mal, ob ich den finde. Genau, so sieht er, ich bin immer fasziniert, so sieht er aus, wenn er noch nicht aufgewickelt ist.
Also das ist 72% Kid Mohair und 28% Silk. Also ich schaue bei meiner Wolle schaue ich, dass ich nicht irgendeinen Plastikanteil drinnen habe. Ich bin da sehr bedacht. Bei vielen Kid Silk gibt es leider auch welche, wo Polyamid dabei ist. Ich schaue das immer zu verwein und die Wolle kann noch so schön sein. Sobald da irgendetwas an Plastik dabei ist, möchte ich das nicht verwenden. Ich finde, es gibt genug Plastik bei uns in der Welt, in der Umwelt und da möchte ich dann nicht auch noch irgendwas dazu beitragen. Also wie gesagt, das ist Kid Mohair und Silk. 50 Gramm, 420 Meter. So sieht der Strang aus, bevor er gewickelt wurde. Und das ist er dann aufgewickelt. Also das fasziniert, wie gesagt, dass sich das dann so ändert, dass das Bild irgendwie. Ja, ich schaue jetzt nur, ob das überhaupt der richtige ist, den ich euch da zeige. Ja, doch, weil das ist der gleiche. Ich habe da mehrere nämlich von diesen. Von dem habe ich nämlich vier Stränge gekauft und für diese Summer Cape werde ich wahrscheinlich nur drei davon brauchen. Und da habe ich eben noch den einen übrig, der nicht aufgewickelt ist. Na, ich habe euch doch den falschen gezeigt, sehe ich gerade. Das ist der richtige. Das ist der richtige Strang dazu. Ich meine, ach, da ist kein Orange drinnen bei dieser. Also so sieht es als Strang aus und so ist es dann aufgewickelt. Also Wollwettwerve kann ich nur wärmstens empfehlen. Wunderschöne selbstgefärbte Wolle und auch Spinnfasern. Also das ist für mich ganz toll und ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Ich kann es nur wiederholen. Sitzen auch in den Niederlanden, was jetzt natürlich versandtechnisch, zolltechnisch super ist, weil das wegfällt. Und ich überlege mir echt, ob ich mir auch den Adventkalender heuer dazu gönne. Die haben einen ganz tollen. Der ist, glaube ich, ich zeige euch hier ein Bild von den Farbinspirationen. Ich glaube, Geisha heißt die. Also wird die Färbung heißen. Ich zeige euch das, wie gesagt, hier, dass ihr das seht. Ja, das ist das zweite Uma Cape. Eine Änderung, die ich noch gemacht habe, ist, ich habe bei meinem letzten schon gezeigt, dass ich da vorne ich habe jetzt auch neun Maschen genommen, ist die gleiche Anzahl wie hier bei den Schultern, in Bündchenmuster stricke, innen und außen. Also einmal hier und einmal hier. Mal schauen, ob das dann hier vorne eine schönere Kante gibt. Also die Kante bei dem anderen Uma Cape ist auch ganz toll, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ein stabilerer Abschluss, wenn da ein bisschen Bündchenmuster dran ist. Die Strickart, also wie das gestrickt wird, finde ich auch ganz witzig. Man beginnt eben oben bei dem Kragen, strickt den dann herunter und wenn man dann mit dem Kragen fertig ist, dann nimmt man unter dem quasi auf der Rückseite Maschen auf für die Innenseite von diesem Umschlag. Also das ist dann so ein Überschlag vorne. Ja, so sieht es aus. Mein zweites Uma Cape von Aiguë Knit. Ich verlinke euch alles unten in den Shownotes. Welche Wolle, Nadelstärke habe ich gesagt, schreibe ich auch dazu. Habe ich letztes Mal dann vergessen, zu meiner Schande. Entschuldigung dafür. Ich gelobe Besserung und versuche es dieses Mal wirklich dazu zu schreiben. Ja, findet ihr dann alles in den Shownotes unten, die Wolle und Links dazu zu den Strickmuster und zur Wolle, die ich da habe. Ja, und wie könnte es anders sein? Auch in dieser Folge darf er nicht fehlen. Der Nurture-Sweater von Drea Renee Knits. Ich habe beim Körper ein bisschen weiter gestrickt. Das ist so mein Projekt, wenn ich eben zum Beispiel auf Wolle warte und noch nicht genau weiß, was ich dann neu anschlagen muss. Oder wenn ich zum Beispiel Friseur. Ich war beim Friseur die Woche. Das ist das Projekt, das ich mitnehme, weil ich da einfach nicht wirklich nachdenken muss. Das Muster ist super einfach und es ist schnell zu stricken. Es ist jetzt auch nicht so viel zum Mitnehmen, weil es jetzt nur der Körper im Moment ist. Wenn dann die Ärmel dran sind, ist das wieder ein anderes Thema. Aber das ist mein Nurture-Sweater von Drea Renee Knits, Andrea Murray. Ich verlinke euch unten, welche Wolle ich dazu verwende. Wie gesagt, das ist mein fünfter
Video dazu verlinke ich euch oben, wo ich die Geschichte dazu erzähle. Das ist irgendwie ein Projekt, das immer nebenher läuft und darf natürlich auch in Folge Nummer 13 nicht fehlen. Nur ganz kurz erwähnt, das sind eben, dass ich das auch noch auf den Nadeln habe. Ja, das war es eigentlich, was ich Objekten, Strickprojekten gerade in Arbeit habe. Fertige Objekte habe ich diese Woche leider nicht zu zeigen. Das ist sich jetzt nicht ausgegangen, dass ich da irgendwas fertig mache. Ich hoffe, das ändert sich dann in der nächsten Folge, dass ich dann zumindest die Yella-Weste schon fertig habe. Dafür habe ich einiges an Wolle zu zeigen, die ich bestellt habe. Ich muss sagen, ich bin im Moment voll auf dem Kit Silk Trip, mit dem, dass ich eben das Uma Cape, das erste Uma Cape mit Kit Silk gestrickt habe, war ich total fasziniert von der, von dieser Fluffigkeit, Faserigkeit und bin dem Kit Silk Fieber verfallen, wie man sagen würde, und habe deswegen jede Menge bestellt, eben zum Beispiel bei Woll mit Werve, die 30% Aktion voll ausgenutzt. Okay, so, fangen wir an. Wolle, die ich bestellt habe. Einmal Knitting for Olive. Wie gesagt, das Zwischenbestellpaket, weil ich ja das eine Paket verloren gegangen ist und ich sowieso für einen anderen Pullover etwas bestellen wollte, und zwar möchte ich gerne stricken den Norma Sweater von My Favorite Things. Meine Schwester hat ihn schon gestrickt. Ich zeige euch noch einmal ein Bild hier. Die hat ihn genau in dieser Farbkombination gestrickt, wie er hier zu sehen ist. Und ich habe mich aber für eine andere Farbkombination entschieden. Und zwar, also es ist wieder Knitting for Olive Merino zusammen mit Knitting for Olive Soft Silk Mohair. Das ist 70% Mohair, 30% Silk und das ist eben 100% Merino. Also das Grundmuster vom Pullover wird diese Farbe sein. Die ist ziemlich ähnlich mit der, die ich hier habe. Dann, wo ist mein Flamingo? Wird auch hier wieder in Verwendung haben. Das habe ich jetzt da herunten. Und zwar wird das, was hier rot ist, wird mein Flamingo sein mit dem gleichfarbigen Mohair. Also es heißen beide Flamingo hier. Da vielleicht noch, das ist die Farbe Nordstrand. Und das Mohair hat die Farbe Wheat, also Weizen. Weizen? Wheat ist Weizen, ja. Und dann gibt es hier noch diesen kleinen blauen Anteil im Pullover. Und der wird gestrickt mit dieser lila Farbe. Und zwar ist das einmal das Mohair, ist das die Violet. Und das Merino nennt sich auch Dusty Violet. Also das ist wieder die Farbkombi, die zusammenpasst. Ich muss sagen, es gibt die Merino in viel mehr Farben bei Knitting for Olive als das Mohair. Wobei ich jetzt gesehen habe gestern auf Instagram, dass sie Mohair neue Farben dazu bekommen haben. Also ich gehe mal davon aus, dass irgendwann einmal 1:1 jede Farbe in beiden Garnarten vorhanden sein wird. Weil da zum Beispiel beim Nordic Beach gibt es, also Nordstrand, gibt es das Mohair nicht dazu. Und da habe ich mich dann eben für dieses etwas hellere dazu entschieden. Also ich zeige euch nochmal alle zusammen. Schaut mal, ob ich das in die Hand bekomme. Das wird, ist die, hoppala, das ist die Farbkombi für meinen Sweater, den ich mir da stricken möchte. Wie gesagt, der Norma Sweater von My Favorite Thing. Das waren eigentlich die Bestellung von Knitting for Olive. Dann habe ich auch bei Hobby Kit Silk bestellt. Und zwar einmal, das ist die, diese Farbe hier. Die heißt, ich habe jetzt die Schleife nicht mehr hier, ich verlinke euch unten, wie diese Farbe heißt. Aber das ist genau die gleiche Farbe wie, hopp, wie das von Knitting for, das ist Knitting for Olive,
Das ist die Hobby, aber das ist exakt dieselbe Farbe. Die hier nennt sich Ballerina. Ich finde, das ist die gleiche. Es ist die Zusammensetzung von dieser hier ein bisschen anders. Wie gesagt, die Knitting for Olive ist 70% Mohair, 30% Silk. Und die Friends Kid Silk von Hobby hat 72% Mohair, 25% Seide und 3% Wolle ist da auch noch dabei. Und die habe ich mir eben in dieser Farbe bestellt. Und dann auch noch, hoppla, in diesen Farben hier. Und zwar je 4 Knäuel von den Farben. Denn da möchte ich mir gerne die Cumulus-Bluse von Petite Knit stricken. Die habe ich entdeckt bei Yogini mit Jan. Die strickt diese gerade. Und ich denke mir, das ist ein ganz tolles Sommerprojekt, wenn es heiß ist, aber man doch, sage ich jetzt mal, vor der Sonneneinstrahlung geschützt sein möchte. Das ist ein sehr luftiges. Ich habe auch, also wenn ich mir ein Strickprojekt heraussuche, zum Beispiel auf Ravelry, dann schaue ich auch immer in den Projekten, welche Farbkombinationen wurde das gestrickt, beziehungsweise welche Wolle wurde dazu verwendet, weil alle verwenden ja nicht eins zu eins die Wolle, die bei der Strickanleitung dabei ist. Und da hat jemand diese Cumulus-Bluse mit nur einem Garn gestrickt. Also normalerweise wird das zweifädig, also mit zwei Silk-Mohair-Fäden gestrickt und die hat das mit nur einem gestrickt und das schaut so super luftig aus. Jetzt bin ich noch am Überlegen, gut, aber ich habe eh drei Möglichkeiten, ob ich das nicht auch mit nur einem Strang stricke, dass das noch luftiger und fluffiger wird. Ich habe sie gefragt, ob sie bei der Nadelstärke irgendwas geändert hat und sie sagt, nein, sie hat das nach Anleitung gestrickt. Sie hat auch die Nadelstärken verwendet, so wie sie sein sollen, wie es in der Beschreibung ist, und einfach halt nur statt zwei Stränge einen Faden nur genommen. Und da überlege ich, ob ich das auch nicht machen werde. Ja, das war meine Kid Silk, Friends Kid Silk Bestellung von Hobby und dann eben noch die Bestellung von Woll mit Werve. Wie gesagt, die haben aktuell auch noch, ich hoffe, das gilt noch, ich schreibe es euch unten in den Kommentaren hinein, -30% auf das Kid Silk Angebot, das sie haben. Ich zeige euch hier ein Foto von allen Strängen, die ich gekauft habe, weil ich habe schon ein paar aufgewickelt, eben diesen, diesen, ui, und diesen. Also das sind die Stränge, die ich da habe. Die habe ich jetzt noch nicht gewickelt. Also das habe ich zwei von dieser Farbe. Die Farbcodes schreibe ich euch unten hin. Die haben jetzt keine bestimmten Namen, sondern nur Nummern. Also diesen zwei. Von denen habe ich eben vier bestellt. Das ist das, wo ich eben das Oma Cape mitstricke mit den dreien. Und dann habe ich hier noch dieses ganz tolle. Ich zeige euch hier ein Bild, wie das wieder als Strang aussieht, weil da war ich auch wieder fasziniert, dann aufgewickelt, wie sich das dann geändert hat. Ich finde das ganz toll mit diesen Neonfarben und Grün und Orange, also super toll. Und da habe ich auch schon eine Strickprobe gemacht. Und zwar habe ich da diese zwei eben für die Cumulus-Bluse zusammen verstrickt. Diese zwei Farben. Und das Ganze sieht dann so aus. Ich halte mal die Hand dahinter, sonst damit man das auch sieht, weil letztens hat die Sonne von hinten reingeschaut, wobei heute ist sie nicht da. So sieht dieses Strickmuster aus, also ganz dezent. Sind eben jetzt zwei Stränge Mohair zusammen und ich finde, das schaut so auch schon luftig aus. Ich glaube, wenn ich jetzt nur einen Strang nehme, dann wird mir das zu, wie soll ich sagen, zu durchsichtig. Ja, aber ich glaube, eine Cumulus-Bluse wird in dieser Farbkombi gestrickt. Also das sind dann diese zwei zusammen. Sind ganz tolle Farben. Wie gesagt, Woll mit Werve. Niederländische Firma, ganz netter Kontakt auch. Also die Dame ist ganz, ganz, ganz super freundlich, nett und habe schon öfter mit ihr hin und her geschrieben, weil sie bietet nämlich auch eine Faserfärbe-Masterclass an, die ich irgendwann gerne mal besuchen würde, weil
mir gefällt, was sie färbt, nicht nur an Wolle, sondern eben auch an Fasern. Und ich würde gerne mal über die Schulter schauen, um das zu lernen. Ich habe schon lange nicht selber gefärbt. Ich habe Wolle liegen, die ich gerne färben möchte. Aber jetzt nicht auf Experimentier heraus, sondern ich möchte wirklich da vorher irgendwie einen Kurs besuchen, dass ich sehe, wie erreicht man welche, wie soll ich sagen, welche Möglichkeiten gibt es? Jetzt einfach einfärbig und ein paar Sprenkel oder eben, wie bekomme ich so ein Garn hin mit diesem Grundton und dann eben die Farben drüber. Und da bin ich irgendwann einmal, werde ich in die Niederlande reisen und diesen Kurs besuchen. Das steht ganz, ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Mal schauen, wann ich da Zeit dazu finde. Ja, Woll mit Werve, ganz tolle Wolle. Und es fühlt sich auch ganz super an, dieses Kit Silk. Ja, das war's für diese Folge, glaube ich. Also ich habe euch gezeigt, was ich aus den Nadeln habe. Fertige Objekte, wie gesagt, leider keine diese Woche zu zeigen. Und dafür jede Menge Wolle, die ich geliefert bekommen habe letzte Woche, also im Laufe der letzten Woche. Ja. Wie immer, hinterlasst mir gerne in den Kommentaren, woran ihr gerade arbeitet, während ihr mein Video schaut. Ich bin da immer ganz neugierig und freue mich immer, wenn ihr teilt, woran ihr gerade arbeitet. Natürlich auch gerne, was hat euch gefallen an dem Video? Ich freue mich über Lob, auch über Kritik natürlich. Was könnte ich besser machen, anders machen? Worüber wollt ihr mehr hören? Also das Spinnrad, weiß ich nicht, steht da hinten, ob ihr seht, ist im Moment ja, immer noch auf Eis. Also ich habe das jetzt schon wochenlang nicht mehr benutzt oder ich habe wochenlang nicht mehr gesponnen. Aber ich glaube, das kommt jetzt wieder bei den schönen Temperaturen. Mache ich das nämlich gerne auf der Terrasse draußen. Ich habe eine große Terrasse und das Spinnrad ist sehr klein, leicht, kompakt. Ich kann das raustragen und dann sitze ich in der Sonne, mache Musik nebenbei oder höre ein Hörbuch und spinne dann stundenlang auf der Terrasse. Ja. Ja, und eine Frage habe ich noch. Und zwar überlege ich, ob ihr Interesse habt an einem Video, wo ich euch mein Strickzubehör vorstelle. Also womit ich stricke, welche Projekttaschen ich benutze, das Zubehör, was ich nutzvoll finde, was ich verwende, Maschenmarkierer hin und her, pipapo. Wenn ihr da Interesse daran habt, dass ich mal ein Video darüber mache, da ist nämlich einiges, was ich euch da zeigen könnte, hinterlasst mir das gerne in den Kommentaren. Dann werde ich mal alles zusammenschreiben, was es da so zu zeigen gibt und euch ein hoffentlich tolles Video dazu machen, wo ihr seht, was ich so verwende, wenn ich stricke, wenn ich arbeite. Ja, das war's von meiner Seite dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr gesehen habt. Wenn ja, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Wenn du keine Folge mehr versäumen willst, weil alles so interessant und super toll ist, gerne auch meinen Kanal abonnieren. Ich bin dankbar für jedes Abo und bin überwältigt, dass ich schon über, ich glaube, 1200 Abonnenten hier auf meinem Kanal habe. Also ich bin sprachlos jedes Mal, wenn da ein neuer dazukommt, als ich damit begonnen habe. Also ich weiß noch bei meiner ersten Folge, ich habe mal irrsinnig lange gebraucht, bis ich eine Folge aufgenommen habe, weil ich überlegt habe, ma, interessiert das überhaupt jemanden, was ich dazu erzählen habe? Gibt es da überhaupt Interesse? Wobei ich mir dann gedacht habe, ich selber schaue auch gerne Strickpodcasts. Also warum sollte sich dann meinen keiner anschauen? Und wenn es nur eine Handvoll ist, bin ich happy. Also ich mache das jetzt nicht, damit ich da jetzt zigtausende Follower oder was ich was bekomme, sondern einfach, weil ich gerne teilen möchte, was ich arbeite. Also einfach ein tolles Hobby, das Stricken. Und das möchte ich gerne mit anderen teilen, die auch dieses Hobby haben und ihr Herzblut da hineinstecken in ihre Strickstücke. Ich wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, schönes Wochenende, je nachdem, wann du mein Video gerade anschaust. Dieses Video geht Freitag online, also morgen, heute ist Donnerstag. Und meine Videos generell gehen alle 14 Tage, Freitag um 13 Uhr online, damit ihr am Wochenende schön, während ihr mit dem Stricken arbeitet, zuschauen könnt. Ich freue mich auf nächstes Mal. Ich hoffe, ihr schaut es wieder rein und bis dann. Tschüss!